Ja, moin moin, liebe Zuschauer. Nur noch wenige Stunden, knapp 48 Stunden bis zum Börsengang des Jahres. Wobei, was sage ich Börsengang des Jahres? Wenn ich einfach mal zurückblicke, dann ist das der größte Börsengang seit knapp 23 Jahren. 1999 war es die zweite Tranche der Deutschen Telekom, die knapp über 10 Milliarden Euro umgerechnet in die Kassen des Konzerns gespült haben. Und wenn das, was wir jetzt alles so in den letzten Stunden gehört haben, stimmt, dann dürfte der IPO der Porsche AG fast 10 Milliarden Euro in die Kassen des Volkswagen-Konzerns einspülen. Ich hoffe jetzt nicht, dass der Börsengang der Deutschen Telekom oder gerade die zweite Tranche der Deutschen Telekom jetzt irgendwie ja, schlechte Vibes auf den Börsengang der Porsche AG rüberbringen, denn das, was wir aktuell sehen, sieht danach aus, dass der Börsengang der Porsche AG ja ein voller Erfolg werden wird. Wir sehen bei Tradegate und bei Lang und Schwarz vorbörslich beim Handel per Erscheinen Kursnotierungen, die irgendwie knapp 10 bis 15% über den maximalen IPO-Preis der Porsche AG liegen. Und so kommt es höchstwahrscheinlich dann auch am Mittwoch oder am Donnerstag dann, wie es kommen muss. Also die Gerüchte verdichten sich, dass die Porsche AG zum höchsten Preis in dieser IPO-Spanne, nämlich zu 82,50, zugeteilt wird. Nun ist es so, für die Privatanleger, die ihre Zeichnung bisher limitiert haben und das Limit unter 82,50 gesetzt haben, die müssten jetzt noch in den verbleibenden Stunden, bis die Zeichnungsbücher geschlossen werden, reagieren, wenn sie definitiv bei diesem Porsche IPO dabei sein wollen. Denn wenn sie ein Limit gesetzt haben, was unter 82,50 ist und der IPO-Preis nachher 82,50 beträgt, wird ihre Order nicht mit berücksichtigt werden. Jetzt sind die Zeichnungsbücher noch bis voraussichtlich Mittwoch 14 Uhr geöffnet, also noch wenige Stunden. Aber es gibt auch die ersten Gerüchte, dass die Zeichnungsbücher eventuell vorzeitig am Dienstag noch geschlossen werden könnten. Sprich, für euch, liebe Zuschauer, bedeutet das, dass ihr jetzt zeitnah reagieren müsst. Also wer bisher seine Order noch nicht aufgegeben hat und noch abwarten wollte bis zum Schluss, sollte überlegen, ob er wirklich bis Mittwoch die Zeit ausreizt oder ob er jetzt nicht noch am Dienstag reagiert. Wie gesagt, es sind aktuell Gerüchte, mag, dass es passieren könnte. Es muss aber nicht so kommen. Nur wenn es so kommt, dann ist es so, dass in der Regel erst wenige Stunden vorher oder kurzzeitig vorher der Markt informiert wird, sodass wenig Zeit zum Reagieren bleibt. Und auch wie gesagt, jeder Privatinvestor, der seine Order bisher limitiert hat und das ändern möchte, sollte zeitnah jetzt reagieren und bei seiner Bank entweder die bestehende Order löschen und eine neue eingeben oder, wenn er es kann, die bestehende Zeichnungsorder vom Limit her anpassen, dann auf billigst oder auf 82,50, um dann auch auf Nummer sicher zu gehen. Was wissen wir im Moment über den Börsengang? Ich habe hierzu gestern mit einem befreundeten Banker gesprochen, der bei einem der Konsortialbanken arbeitet. Es ist so, dass im Moment noch nichts durchgedrungen ist, wie eine mögliche Zuteilung erfolgen wird. Wir wissen, dass die beiden Familiendynastien Porsche und Pech sich ja von den Stammaktien einen großen Kuchen bereits gesichert haben, ohne dass sie irgendwas machen müssen. Das heißt, sie haben einen immensen Vorteil gegenüber allen anderen Aktionären oder Privatinvestoren, die bisher bei der Volkswagen AG Aktionäre sind und die bei der Porsche AG sich auch weiterhin in gewissem Maße beteiligen wollen, aber auch gegenüber allen Privatinvestoren, die natürlich jetzt erst einsteigen wollen bei der Porsche AG, weil sie das aktuelle Bewertungsniveau für sehr attraktiv finden. Das ist natürlich eine gewisse Ungerechtigkeit, denn wir können nur die Vorzugsaktien am Markt zeichnen, während die beiden Familien die stimmberechtigten Stammaktien halten. Das heißt, wir kriegen zwar die Vorzüge, wir kriegen höchstwahrscheinlich eine höhere Dividende, aber wir haben in der Porsche AG wenig zu melden. Das ist erstmal ein erheblicher Nachteil, aber nichtsdestotrotz sind die institutionellen Anleger wirklich heiß auf diese Papiere. Wir haben ja gesehen, dass der Staatsfonds in Norwegen ein großes Aktienpaket nehmen wird. Wir haben gesehen, dass aus Katar eine größere Zeichnungsorder gekommen ist. Und was ich in den letzten Tagen gesehen habe, ist, dass das Porsche Management auch weiter bedacht ist, die institutionellen Anleger und vermögenden Privatanleger weiter über diesen Börsengang sehr intensiv und sehr nah zu informieren.
Es ist sogar so gewesen, dass, obwohl die Bücher ja hoffnungslos überzeichnet sind, das Management sich am Freitag mit wirklich vermögenden Privatinvestoren, institutionellen Anlegern auf Einladung einer Privatbank in Frankfurt in einem renommierten Hotel getroffen haben, um da nochmal über den Börsengang zu informieren. Was können wir machen? Die Zeichnungsfrist endet in wenigen Stunden. Wer noch nicht dabei ist, sollte zeichnen, wenn er der Meinung ist, dass das Bewertungsniveau günstig ist. Wie gesagt, die Handel per Erscheinen Kurse zeigen an, dass hier gegebenenfalls 10 bis 15% Kurs plus am ersten Handelstag da sein könnten. Donnerstag wird der erste Kurs am Frankfurter Börsenparkett festgehalten werden. Das wird von der deutschen Börse selbstverständlich auf YouTube wieder einmal im Livestream übertragen. Und auch wir werden bei ShareLeads im Live-Chat über den Börsengang dann berichten, über die ersten Kursnotierungen bzw. auch über das Zuteilungsverfahren. Ich gehe davon aus, dass wir ja spätestens am Mittwochabend, aller spätestens Donnerstag sehr früh über das Zeichnungsprozedere informiert sind und dann aufgrund des Zeichnungsprozederes dann auch ja konkrete Entscheidungshilfen mit auf den Weg geben können, denn dann wissen wir ganz genau, wie ist zugeteilt worden, wie ist rabattiert worden. Denn die alten Hasen können sich sicherlich noch daran erinnern, in der Zeit der Börsengänge, in der neuen Marktzeit, zur Jahrtausendwende, war es jetzt nicht immer so, dass jede Order auch bedacht worden ist und dass dann nur rabattiert worden ist, sondern es kam auch schon mal vor, dass halt nur jede dritte, jede fünfte oder jede siebte Order Berücksichtigung gefunden hat. Und dass jemand, der gezeichnet hat, eventuell auch komplett leer ausgegangen ist und sich dann ja, häufig am ersten Handelstag früh zu den ersten Kursen eingekauft hat, um dann bei dieser Aktie dann auch dementsprechend positioniert zu sein. Deswegen meine Empfehlung, kommt zu uns bei ShareDeals in den Live-Chat am Donnerstag früh, wo wir dann über den Porsche IPO live chatten werden.